Hallo zusammen, hi everyone. Ihr habt jetzt ein bisschen warten müssen mit dem nächsten Video, aber jetzt bin ich wieder da. You must wait with my next video, but now I'm here. Ich möchte heute mal ein Landschaftsbild machen, mit verschiedenen Techniken ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wie es rauskommt. Ich habe da was im Kopf, aber ob es so funktioniert, schauen wir einfach mal. I want to make a picture with a landscape. I have a little ideas, but I don't know what coming out. Okay, ich habe jetzt einen großen Keilrahmen hier, also 60 auf 60 cm. Das Canvas ist 60 auf 60 cm. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Also ich möchte eigentlich mehr vom Himmel anfangen, bis runter, ja, Wiese, Wald, wie auch immer. Da möchte ich echt mal schauen. I want to start with the heaven. And come down with the landscape. Okay, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Lange Rede, kurzer Sinn, we started. Was ich als erstes machen möchte, also wie gesagt, den Himmel, und dann möchte ich auch mit Sterne etwas machen. Und da werde ich das Weiß nehmen. Und ja, I want to start with the stars. Und bevor ich anfange, ich habe hier viele Farben zusammengemischt. Ich werde euch die unten in die Beschreibung reinsetzen, weil das dauert mir jetzt zu lange, die alle zu erklären. I got many paints and I write this on description, then you can write what I have for colors. Okay, ich denke, wir fangen an. Ich habe jetzt hier kleine Becher auch. I got little tubs. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen Weiß reinmachen. Take a little white on there. Und werde hier Silikon reinmachen. I do it Silikon in there. Okay. So. Nun möchte ich das mehr oder weniger nur als Sterne machen. I want this as stars. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, weiß auf weiß. I hope you can see it good, my drops. Also es war jetzt so eine Idee, ob es funktioniert, weiß ich nicht. This was my idea, but it works, I don't know. But we tested. Also wir probieren es einfach mal aus. Think that's enough. Also ich denke mal, das ist schon genug. Okay. So. Und was ist natürlich von dunkel so immer ein bisschen heller anfangen, also runtergehen. I want to start with the dark and there comes lighter, lighter, lighter and bright. Okay. Okay, wir machen es mal mit Schwarz, also start with black. Also ist alles ohne Silikon jetzt. Ja, without Silikon.
Also die zwei Farben sind Farben von Createx. Die dunkeln dann noch ziemlich nach. There are two colors from Createx. And they're, when it dry, they're dark. Yeah, when it dry, it was very deep. Okay. Okay, dann schauen wir mal, wie looks. Ja, wir müssen das eigentlich mehr links laufen lassen. Ja. I want to flow this way. Und ein little darker, also ich möchte es eigentlich noch ein bisschen dunkler haben. Nur wie gesagt, es wird alles noch dunkler dann. Das hier möchte ich noch ein bisschen raus haben. I don't like this area. I want out this. Okay, aber ist okay. Gut. Jetzt probiere ich mal mit dem Heißluftföhn, ob da wirklich noch weiß drunter ist, wegen dem Silikon. I do this with the heat gun. Okay. Silicone don't works.
think I do it a little white. Also ich probiere es jetzt einfach nochmal mit weiß. Mach noch ein bisschen Silikon rein. Do it a little more Silikon in there. Make my stars. Also ich mache meine Sterne dann nochmal. Okay, ich denke mal, das ist genug. It's enough. Okay. Then we make the heaven. Also jetzt gehe ich mal zum Himmel über. Machen wir dann mehr blau und weiß, denke ich mal. Und dann mache ich eine kleine Wichstechnik. Und mix it a little. Whoops. Okay. Ein bisschen mehr Weiß, a little more white. Okay. Also auch ohne Silikon, without Silikon. Ein bisschen mehr weiß, sonst ist es zu dünn, glaube ich. A little more white. That it's too thick. Come on.
Okay. Ja, gut. Ich will eh alles ein bisschen abstrakt. It's all a little abstract. So. Denke ich, dass ich hier noch ein bisschen Gelb dazu gebe. Sink a little yellow. Nun kommen wir langsam zum Boden. For the ground. Sink it, do it first black. Okay, no, no. Ich mische mir da was an mit Silikon. I mix it there with Silikon. Yeah. It's green for the grass. Immer grün für den Boden, für das Gras. Auch natürlich. Brown. Weiß, white. Und red. Und Silikon rein. Okay. Drehe ich das einmal um. Ein bisschen schwarz dazu. Glaube, ich habe fast wieder zu wenig Farben. I think I have not enough colors. Okay. Wie immer halt, ne? Bin ich noch ein Bild, aber wie können Sie Big Picture, das ist irgendwie ein großes Bild. So, der ist okay, weil jetzt mache ich hier noch weiß.
Okay. Nur ein bisschen spielen, damit das Weiß runterkommt. You must a little play that comes the right down. Oops. Okay, not good. Okay. Bisschen gelb an. A little yellow. Okay. Gut. Ich putze mal geschwind meine Handschuhe. Kann auch neue anziehen. Bin gleich zurück. So, ich habe mir neue Handschuhe angezogen. I got new gloves. Jetzt werde ich geschwind mal mit dem Heißluftföhn drüber. I go with the heat gun, but no, I don't go. Look, der Bild saß. Also ihr seht schon, er bildet schon genug Zellen, da brauche ich fast nicht mit dem Heißluftföhn drüber. Vielleicht ganz kurz, a little. Vor die Airbubbles, also für die Luftblasen. Okay. Jetzt hier noch was. Ich habe mir ja hier einen kleinen Becher, habe ich den Boden rausgeschnitten. I got a little cup and I cut this side. You know, you see it. Die kennen da bestimmt auch schon die Technik. You know this Technik. Und da setze ich jetzt unten an, möchte versuchen, ein paar Baumstrukturen zu machen, also ein paar Bäume. I want to do with this technique, yeah, I want to do a tree. I hope it goes. Gut. Also, ich kann es ja sehen, hoffentlich. Ich setze es hier unten an. Mit Black in der, also ich mache jetzt schwarz rein. Das ist Tin, also das ist Zink. Bisschen grün, a little green. Ups, shit. There comes down. Etwas runtergerutscht, was? Ups, a little more black. Ja, ist das erste Mal. It's the first time. Look at that. Ups. Und braun, also noch ein bisschen braun. Okay, then we look. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. We look, that works. Okay. Was ich jetzt?
ein paar Versuche, ein paar Äste zu machen. Okay. I do another tree here. Also ich mache hier noch mal eine. Oops, okay. Falling down. Not good. Okay. Okay, da muss ein bisschen runterdrücken. Er pusht der und der Play. Sehe, ich bin nervös, ich ziehe doch ein bisschen. Wow, der Flow Watch. Okay, läuft recht gut. Stop it. Please stop it. Bleib einfach stehen. Okay, die Technik ist gar nicht so einfach. It's a not easy technique. I can let it flow. Also ich kann es einfach alleine laufen lassen. So wie es aussieht. Come on, little red. Okay. Zu viel Druck drauf, da fehlt jetzt mir hier die Farbe. Das ist okay. So ist gut, denke ich mal. So, dann machen wir nochmal ein paar Äste.
die Körner hast. So geht das. Also ich finde es echt ganz gut. Ups. Okay, Big Tree, ein dicker Baum. Aber ist doch gar nicht so schlecht. Like this. Okay. Was wir jetzt machen können, nur so Flowers. Für kleine Blumen. Ich nehme da nochmal einen kleinen Becher. Take a little cup. And a little silicone. Noch ein bisschen Silikon rein, damit irgendwie so Blüten aufgehen, dann denke ich mal, durch das Silikon. So, nochmal ein bisschen Silikon. A little Silikon more. Und dann rühre ich es einfach kurz um, I shake a little. That's okay. Dann schauen wir mal.
eine kleine Swirl-Technik. A little Swirl-Technik. That's okay. Okay, little bit straight gun, bisschen mit dem Heißluftfilm. So, und jetzt müssen wir die Blumen noch ein bisschen in Form bringen. Ja, das wird ein langes Video, ich sag ja, was a long video. Okay Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, die Kamera ist wieder ausgegangen. Ihr habt aber, glaube ich, nicht so viel verpasst. Ich habe nur noch die Blumen fertig gemacht. Sorry for my camera that goes out. The battery was empty so fast, I don't know. Also ich weiß nicht, warum die Batterien immer so schnell leer sind dann. Okay, ich zeige sie jetzt vom Namen, you can see it from here. And then it's ready. Also ich denke mal, dann ist es auch gut. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier die Blumen nochmal gemacht. Get the flowers. This is the earth. Also das soll jetzt eigentlich die Erde sein mit Bäumen. Ja, ohne das blendet. Hier der Baum. Ja, the tree. And the heaven. Also der Himmel oben. The next tree, also der nächste Baum. Okay. Also ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. I want to see when it dry. And I think I'll show you when it dry. Also ich zeige es euch dann auch, wenn es getrocknet ist. Ist da jetzt mal was anderes gewesen? Nicht nur Fließtechnik, sondern einfach auch mit Gestaltung, also eine Landschaft. It's not only flute painting, there was a little paint with the colors and yeah, make a tree, make a landscape. Ja, also einfach mal eine Landschaft gemacht. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat wieder. Ihr habt ja ein bisschen warten müssen auf das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und gerne Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare. Good, I hope you enjoyed you and you like it. Write me in the comments. Give me a like when you like this. And then see you next time. Also, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Bye. Tschüss.